Seit 1994 ehrt die Stadt Zwickau einmal im Jahr verdienstvolle Sportler und Sportfunktionäre. Fand die Auszeichnung anfangs noch im Rathaus statt, musste man angesichts der Vielzahl sportlicher Höchstleistungen in den Folgejahren in immer größere Räume ausweichen. Seit 2004 findet die Sportlerehrung im Haus der Sparkasse statt. Mit 588 Sportplaketten und Ehrenbriefen ist der ESV-Lok Zwickau bislang unangefochtener Spitzenreiter. Auch bei der diesjährigen Sportlerehrung waren die Marienthaler wieder sehr stark vertreten. Unter anderem bei der Auszeichnung der Kaderathleten. Die Ehrung der 26 Nachwuchssportler erlebte am Mittwoch im Haus der Sparkasse ihre Premiere. Seit ihrer Amtsübernahme im Jahre 2008 begleitet Oberbürgermeisterin Pia Findeis die Sportlerehrung. Das Stadtoberhaupt lässt es sich nicht nehmen, die Ehrenbriefe und Sportplaketten persönlich zu überreichen. Aus ihrer Sicht kann sich die Bilanz der letzten 19 Jahre durchaus sehen lassen. Die Stadt Zwickau, die ehrt ihre Sportler jetzt schon 20 Jahre lang und das ist eine gute Tradition und das ist ja auch diese Ehrung auf Beschluss des Stadtrates, zumindest die Richtlinie dafür, wer ausgezeichnet wird, und das zeigt ja auch, dass wir stolz auf unsere erfolgreichen Sportler sind, aber dass dieser Erfolg natürlich nur auf einer schönen Basis erreicht werden kann und dass sehr viel getan wird in der Kinder- und Jugendarbeit, im Nachwuchsbereich, und auch Kinder und Jugendliche werden ja heute mit ausgezeichnet, auch die sind schon sehr erfolgreich. Und diese Anerkennung durch den Oberbürgermeister, ich denke, das ist schon was wert. Und es ist gut, dass wir das so machen und dass diese Tradition schon so lange standhält. Zu dieser Tradition gehört auch, dass verdienstvolle Funktionäre, die das Leben in ihren Vereinen mindestens 25 Jahre geprägt haben, den Ehrenbrief der Stadt bekommen. Mit 73 Jahren war Gisela Fischer von der Wohnsportgemeinschaft Hans Beimler die älteste Sportlerin, die damit geehrt wurde. Beim Unterschreiben der Ehrenbriefe und Urkunden ist der Oberbürgermeisterin und passionierten Sportlerin eine Sache besonders aufgefallen. Ich schätze mal, so ein Viertel der heute auch Auszuzeichnenden, die wohnen gar nicht in Zwickau. Also wir nehmen auch in dieser Beziehung unsere Umlandfunktion wahr als Oberzentrum, dass viele im Umkreis von Zwickau Mitglied im Zwickauer Sportverein sind und damit auch die Sportförderung von Zwickau mit nutzen können. Und ich glaube, das ist ein gutes Miteinander. Dieses gute Miteinander spiegelt sich auch in der Mitgliederzahl wider. Insgesamt treiben mehr als 13.000 Menschen in über 100 Zwickauer Vereinen Sport, viele davon recht erfolgreich. 68 Landesmeister aus dem Wettkampfjahr 2012-2013 wurden gestern mit der Sportplakette in Bronze geehrt. 26 Teilnehmer an Europa- und deutschen Meisterschaften bekamen die silberne Plakette. Chris Eisler, Vize-Junioren-Europameister im Rennrodeln, ist zum wiederholten Mal dabei. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, hier dabei zu sein. Man freut sich halt jedes Mal, weil es halt doch eine Bestätigung dafür ist, dass man eine gute Leistung gebracht hat und dass die Leistung auch gewürdigt wird. 106 Ehrungen nahm die Oberbürgermeisterin am gestrigen Abend vor. Unterstützung bekam sie dabei vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Zwickau, Josef Salzhuber, und vom Präsidenten des Kreissportbundes, Jens Juraschka. Unter allen Spitzenleistungen, die im Haus der Sparkasse gewürdigt wurden, stach eine besonders hervor. Bei der Senioren-Weltmeisterschaft im Kraft-Dreikampf und Bankdrücken gewann Frieda Harrenberger vom ESV Lok Zwickau Ende September in Eilenburg seinen 12. WM-Titel in Folge. Dafür konnte es für das Vorstandsmitglied der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft natürlich nur die Sportplakette in Gold geben. Der mehrfache Weltrekordler im Bankdrücken feierte vor kurzem seinen 71. Geburtstag. In der kommenden Woche ist er bei Television Zwickau zu Gast.